dass es relativ abwechslungsreich ist. Also man ist nicht nur im Hörsaal und hockt da drin und hört den Professoren zu, sondern man ist eben auch viel im Praktika und dadurch lernt man auch sehr viel und auch sehr schnell neue Leute kennen. Also es ist nicht so, dass man halt so isoliert von allem ist, indem man nur im Hörsaal hockt und einfach nur da hockt und halt keinen Kontakt zu irgendjemandem hat, sondern man findet eigentlich relativ schnell Anschluss, weil man halt schon im ersten Semester wirklich Praktika hat. Also wir haben physikalische Chemie, organische Chemie, anorganische Chemie und theoretische Chemie, zumindest in den ersten vier Semestern. Und dazu halt auch jeweils ein Praktikum, mindestens eins, manchmal sogar mehr. Zum Beispiel in der Anorganik haben wir drei gehabt. Ja, und da kann man seine Kenntnisse einfach nochmal deutlich vertiefen. Also im Praktikum sieht man dann alles angewandt und versteht dann auch wirklich manchmal besser, was man da überhaupt getan hat in der Theorie. Aber auch die ganzen Themen, weil die ziemlich praxisbezogen sind. Also alles, was wir in der Vorlesung hören, hat man auf jeden Fall schon mal im Alltag erlebt und dann kann man sich viele Dinge erschließen. Zum Beispiel haben wir einfach Lebensmittelchemie, das hat man im fünften Semester und da erfahren wir die chemischen Prozesse in Lebensmitteln, zum Beispiel Knoblauch. Warum Knoblauch dich nicht zum Weinen bringt, aber eine Zwiebel schon. Und im Prinzip liegt es bloß an einer einfachen Doppelbindung, die eine Seite weiter liegt. Also bei unserem Studium es ist mit den Wahlmöglichkeiten ein bisschen eingeschränkt. Dadurch, dass wir so viele Praktika haben, ist schon vieles vorgegeben. Die Stundenpläne sind vorgegeben, da können wir nicht viel dran rütteln. Die ersten vier Semester sind identisch mit denen der Chemiker. Und dann ab dem fünften Semester kann man sich entscheiden, ob man Chemie macht oder eben Molecular Science. Ich habe mich für Molecular Science entschieden, weil ich eben das Biologische eher mag. Und da kann man dann auch Fächer belegen wie medizinische Chemie, Lebensmittelchemie, Pharmabiologie, Pflanzenphysiologie, also alles, was so mit der Chemie des Lebens zu tun hat. Da wir Life Science machen, können wir jetzt zum Beispiel auch Biologenpraktika machen, zum Beispiel Mikrobiologie, Biochemie, wo man auch noch ein bisschen was anderes kennenlernt, zum Beispiel Umgang mit Bakterien, was die Chemiker nicht so haben. Die Chemiker haben eher genau Messmethoden, NMR und sowas. Also bevor man das erste Mal wirklich Vorlesungen hat für dieses Studium, hat man einen Brückenkurs, der ist sehr zu empfehlen, weil da wird alles Wichtige gesagt, auch die Grundkenntnisse, die man eben haben sollte. Und die werden auch aufgefrischt. Und man hat dann eben, bevor man anfängt zu studieren, schon mal eine gewisse Ahnung, was man wissen sollte. Das ist auch für andere Studiengänge. Also das ist nicht nur mit den normalen Chemikern und Movis zusammen, sondern auch mit Pharmazeuten, Lebensmittelchemikern. Genau, da lernt man sehr viele Leute schon gleich am Anfang kennen. Und findet sich aber ein bisschen in den Uni-Alltag rein. Also ich habe mich am Anfang sehr oft verlaufen. Das konnte ich dann in den zwei Wochen, habe ich ein bisschen den Campus erkundet und habe mich dann zu Studienbeginn gut zurechtgefunden. Das war schon eine Umstellung, von der Schule in die Uni zu gehen, weil man eben sehr viel selber lernen musste und sich auch sehr viel selber mit Sachen beschäftigen muss, weil oft aus Vorlesungen nicht 100% rausgekommen ist, wie das jetzt funktioniert, weil die Professoren es eben als selbstverständlich manchmal hinnehmen, dass man das eben versteht oder eben, dass man das sich daheim nochmal anschaut. Ich glaube, charakteristisch an diesem Studiengang Chemie und Molecular Science ist, dass es ziemlich stoffintensiv ist und auch viele Prüfungen sind. Es ist anstrengend, aber was einem hilft, sind auf jeden Fall der Kontakt zu höheren Semestern. Das hat mir sehr, sehr viel geholfen, da man meistens nicht alles lernen kann und dann Rat von höheren Semestern bekommt, was ist wirklich wichtig, was muss ich mir anschauen, was hilft mir dabei. Das hat mir sehr stark geholfen und tatsächlich, Internet ist nicht immer das Beste, vielleicht doch mal in ein Buch reinschauen, das hilft auch ganz gut. Meiner Meinung nach gab es viel mehr Physik und Mathematik in diesem Studiengang, als ich erwartet hätte. Das war am Anfang erstmal ein Hindernis, aber man findet sich dann schnell zurecht. Ja genau, man muss halt Durchhaltevermögen haben. Insgesamt ist es schon ein aufwendigerer Studiengang, auch in den Klausurenzeiten merkt man das. Also wir haben recht kurze Zeiten, in denen wir alle Klausuren schreiben, kurz nach Semesterende und dann halt auch in den Semesterferien Praktika. Das heißt, man hat eigentlich wirklich relativ wenig Freizeit im Gegensatz zu anderen Studiengängen, was natürlich ein bisschen schade ist, aber wenn man es gern macht, dann ist das auch wieder nicht schlimm.